Hallo und schönen guten Morgen. Ich bin's wieder, euer Daniel Gärtner. In der heutigen Sendung von Ewige Helden geht es um das Thema Kraft. Wir beginnen mit einer ganz einfachen Übung, und zwar mit der Kraftausdauer. Im Speziellen ist es die statische Kraftausdauer, die sehr, sehr stark auf die Beine geht. Und ihr kennt alle das Ganze vielleicht schon früher mal aus der Skigymnastik, der typische Wandsitz. Und das machen wir heute. Genau das müssen nämlich die Kandidaten auch durchführen. Und es ist ein optimales Training, eine super Vorbereitung zum Beispiel auf Wintersportarten. Ich zeige euch aber darüber hinaus auch noch einige Variationen, die ihr dann ganz einfach zu Hause im Wohnzimmer oder auch mal, naja, zwischendrin, wenn man mal Pause hat, irgendwo an einem Baum durchführen kann. Ja? Viel Spaß damit! So, los geht's! Achtet beim Wandsitz darauf, dass ihr immer 90 Grad Winkel habt. 90 Grad zwischen Oberkörper und den Oberschenkeln, aber natürlich auch zwischen den Oberschenkeln und den Unterschenkeln. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Besonders wichtig ist, achtet immer darauf, dass ihr ungefähr 90 Grad zwischen Unter- und Oberschenkel habt. In dem Fall gehe ich noch ein bisschen tiefer in die Stellung. Und dann achtet darauf, dass euer Oberkörper auch hier möglichst gerade an der Wand oder in dem Fall am Baum aufliegt. Der Blick sollte dabei gerade nach vorne gerichtet sein und die Hände ruhen entweder hier in einer Schale oder hängen auch hier seitlich runter. Wahlweise könnt ihr das Ganze auch verschränkt durchführen. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr nicht irgendwie ausweicht, sondern dass das Steißbein und die Wirbelsäule sich fest gegen den Baum pressen. Und jetzt versucht ihr hier einfach mal so lange auszuhalten, bis ihr ein richtiges Brennen spürt und bis die Muskulatur versagt. So, wenn es euch in der Position zu leicht ist, versucht ihr noch die Wadenmuskulatur etwas mit einzubeziehen, indem ihr auf die Fußballen geht. In der Stellung wird das Ganze etwas schwieriger. Ihr müsst hier viel mehr ausgleichen und die Wadenmuskulatur ist deutlich angespannt. Als weitere Variation könnt ihr das Ganze auch mit sogenannten Wadenpumpen kombinieren. Das bedeutet, die Oberschenkel bleiben statisch, also die halten euer Körpergewicht und tragen euch, aber die Waden, die bewegen sich, indem sie sich wirklich anspannen und wieder lösen. Das bedeutet einfach, bleibt in der Position genauso sitzen und versucht einfach mal, ja, entweder nacheinander wechselseitig die Fersen hochzuheben oder das Ganze auch parallel zu machen. Mein Tipp ist, macht 3 bis 5 Sätze, beginnt mit der einfachsten Position, mit der einfachsten Ausführung. Also mit einem ganz normalen Wandsitz, parallele Beine und versucht es so lang wie möglich zu halten. Dann macht ihr ungefähr 1 Minute Pause und dann wiederholt ihr das Ganze. Macht davon insgesamt 3 bis 5 Sätze. Zur Steigerung könnt ihr natürlich auch die Schwierigkeit erhöhen und das Ganze einbeinig durchführen. Hier würde ich euch empfehlen, so ja, innerhalb von 15 bis 20 Sekunden jeweils immer auf das andere Bein zu wechseln. Aber natürlich auch die Möglichkeit, auf einem Bein so lange auszuharren, bis es nicht mehr geht und dann zu wechseln, besteht natürlich auch. Und ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund, es wird schon mal geschraubt und gesägt. Die fleißigen Helfer, die bereiten schon die nächste Aufgabe, den nächsten Wettkampf vor. Aber lasst euch überraschen, schaut einfach mal rein in die Sendung Ewige Helden, jeden Dienstag um 7:45, glaube ich, auf Vox. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Ciao. Genau, so kann ich es ändern.
Einiges.